Willkommen zu einer neuen Folge Cisco. Heute möchte ich, ich spiele einfach mal einen Armstrike und reden mal so ein bisschen so über das Grundthema Kisten. Halt nicht an sich nur Kisten, sondern auch, ob es Geldverschwendung ist und was mein Lieblingscase ist. Also aus meiner Sicht, finde ich, es ist eine leichte Geldverschwendung. Ein Kumpel von mir hat schon über 150, 200 Dollar an Kisten ausgegeben und er hat nichts rausbekommen. Das teuerste Item, was er bekommen hat, ist ein 20 Dollar Item gewesen. Und dafür lohnt es sich nicht. Und er wurde auch noch gebackbannt, also. Ne. Ich habe selbst mal ein bisschen Geld in Kisten investiert und ich habe auch nichts rausbekommen. Ich werde auch keine Kisten mehr öffnen, weil die Prozentzahl ist so niedrig und diese ganzen Videos, die man da sieht, das sind vergleichsweise wenige, wenn man mal anguckt, wie viele Kisten täglich geöffnet werden. Ich glaube, irgendwie pro Sekunde werden so viele Kisten geöffnet und dann wird nicht mal ein Knife sein. Weil so viele Leute haben schon 2000 Kisten, zum Beispiel Rich ist ja auch sehr bekannt. Ich glaube, der hat keins Knife gezogen, also ist Verschwendung aus meiner Sicht. Meine Lieblingskiste hingegen ist schwer. Ich bin ein Fan von der Kuma 2 Kiste, weil mir die MP1S Cyberbeast sehr gut gefällt. Das ist ein hübscher Skin. Hatte ich auch mal überlegt, mir vielleicht wieder zu holen. Hingegen gefällt mir auch die Kuma Knife. Das ist auch ein schöner Skin für die die Kuma 2 Kiste. Ja, nur noch. Also deswegen finde ich, ist die Kuma 2 Kiste die beste. Mir gefällt auch noch die Huntsman Case und weil ich mag die Wolken, die A4 Desert Strike, auch wenn sie günstig ist, gefällt mir. Das ist eigentlich nicht schlecht. Oh, scheiße, jetzt habe ich meine Hasswaffe. Also, nur zur Anmerkung, dass das gerade alles live kommentiert, deswegen denke mir gerade auch die ganzen Themen neu aus. Halt das Huntsman Knife und die Vulcan gefällt mir, also mir gefallen die Redskins. Die Phoenix-Kiste gefällt mir wegen der AWP. Und sonst mache ich noch die Breakout wegen der wegen dem Butterfly. Und das Tyrex. Was mir gar nicht gefällt, ist die neue Kiste, außer der M4 und der AK sind jetzt nicht so geile Skins dabei. Und das mit dem ganzen 8 drüber, da habe ich ja auch schon mal ein Video drüber gemacht. Das ist ja auch, die Skins sind so überteuert. Für manche Skins konnte man sich ein sehr schönes Knife holen, also. Ah, und das bringt mich auch noch an ein Thema mit dem Geld ausgeben an Kisten, dass man sich hätte, man kann sich ja auch besser ein neues Knife holen, anstatt sich jetzt eine Kiste zu holen. Also eine Kiste zu holen, was sage ich hier? Anstatt ganz viele Kisten zu öffnen. Viele Leute dürfen sich lieber so ein 100 Dollar Knife als eine 200 Kisten zu öffnen oder was weiß ich wie viele. Und dann höchstens und dann mal 90 Euro Knife rauszubekommen, da ist ja niemand bedient. Die Fälschen Case ist auch eine Kiste, die mir sehr gut gefällt. Aber da jetzt nicht das besonders das Knife, sondern mir gefällt die da war die Aquamarine drin, soweit ich mich jetzt nicht täusche. Hoffe ich mal, dass ich mich nicht täusche. Genau, die Aquamarine und die Orb Hyperbeaks waren drin. Sehr schöne Skins aus meiner Sicht. Ich selber besitze im Moment kein Knife, werde mir vielleicht ein Problem. Na gut, da bin ich jetzt bei der Pistole. Gut. Ich muss mich nochmal entschuldigen, wenn ich mich jetzt nicht so gut hier die ganze Zeit flüssig vorlesen kann, labern kann. Ich muss mich halt auch so ein bisschen aufs Game konzentrieren. Die halt währenddessen ist halt auch alles jetzt einfach ausgedacht. Ich hatte einfach Lust auf ein Video. Und ich will ja hier nicht. Ja.
Wenn ich Bock hab, dann mach ich einfach einen. Mir geht's ja nicht darum, irgendwie. Oh, da stand was. Ja, scheiße. Wer versteckt sich denn da? Ihr werdet wahrscheinlich hier auch nicht hier sehen, dass ich hier nicht der Beste bin. Ich bin Master Guardian 2. Im Moment, also genau so, jetzt hab ich's. Und das heißt, ich werde wahrscheinlich auch nicht solche Fact-Movies rausbringen. Vielleicht. Abkackelt. Oh, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Oh scheiße, da ging gerade gar nichts rein. Oh, fuck, das ist mein Todesurteil. Mist, was war das denn? Geht doch. Nein. Noch die Diegel, Knife und das war's. Das war jetzt keine gezielten Schüsse, aber es hat geklappt. Ich werde vielleicht auch so Community-Sachen wie Surf. Also ich habe das Golden Knife. Komm, schaffe ich jetzt. Vielleicht solche Community-Sachen mal wie Surf oder Bunny Hop rausbringen oder meine Folge Hunger Games, was auch ein sehr lustiger Spielmodus ist aus meiner Sicht. Nein, scheiße. Der hätte ein normaler Messerstich gereicht. Komm schon, das kannst du. Das gewinne ich. Oh, es reicht nicht mal mehr die Messerstufe. Aber ich kann es schaffen, komm. Ich hab das noch schaffen. Ah, scheiße. Egal. Ich würde in Zukunft noch folgen. Ich glaube vielleicht auch Matchmaking oder was weiß ich. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein klein bisschen amüsieren und noch einen schönen Tag. Das war's.